Der Apostel Paulus schrieb Briefe, viele Briefe an Gemeinden, die entweder weit weg waren oder sich in Not- und Umbruchszeiten befanden. Zu den Empfängerinnen und Empfängern seiner Briefe gehören auch wir, als Gemeinde und als Menschen in Umbruch oder Passionszeit. In einem seiner Briefe, im Römerbrief, im 8. Kapitel, schreibt er, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Stellen Sie sich vor, wir schreiben zurück einen Antwortbrief an Paulus. Was würden wir schreiben auf seinen Brief, in dem er uns schreibt: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen sollen, davon bin ich überhaupt nicht überzeugt, lieber Paulus. Ich kenne Menschen, die unter der augenblicklichen Lebenssituation so leiden, dass ich sie doch nicht mit der Hoffnung auf ein Jenseits nach dem Tod vertrösten kann. Nein, Paulus, ich finde, das Leiden der Frauen und Kinder und Männer, die aus der Ukraine hierher fliehen müssen, das wiegt schwer. Paulus, ich finde das Leiden derjenigen, die fern von uns einige hundert Kilometer weiter nur Angst haben müssen um ihr Leben, wiegt schwer. Ich finde auch, dass das Leid der Frau, die mit 30 Jahren ihren Ehemann verloren hat, vor vielen Jahren schon, wiegt immer noch schwer. Paulus, deine Worte sind auch nicht gerade besonders hilfreich, wenn ich an die vielen Kinder denke, die monatelang nicht in die Schule gehen konnten und nicht mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zusammen lernen, spielen und Geburtstag feiern konnten. Auch ihr Leid wiegt schwer. Und was ist mit dem Leid der Jugendlichen, die sich mit 30 Bewerbungsschreiben um eine Lehrstelle beworben haben und noch immer keine Antwort haben? Und noch eins, Paulus, ich mag die Leute nicht, die alles auf ein Leben nach dem Tod verschieben. Das Leben findet hier statt und heute. Und ich möchte auch in diesem Leben wahrgenommen werden. Und ich möchte erst recht, dass Menschen, die in diesem Leben heute leiden, dass sie auch wahrgenommen werden. Paulus, ich finde, das ist einfach eine ganz wichtige Aufgabe von Kirche heute, Menschen wahrzunehmen und ganz besonders, wenn sie leiden. Und nicht Leiden womöglich zu vertuschen oder zu verschleiern oder schön zu reden, sondern Menschen zu begleiten, nicht zu vertrösten, sondern zu trösten. Und ich mag Menschen nicht, die nur mit einer Formel sagen, das wird schon wieder. Nein, Paulus, ich glaube nicht, dass es wieder wird. Es wird eben nicht wieder. Nicht nach Corona, nicht nach dem Krieg in der Ukraine, nicht nach dem Leid in der Familie oder in der Nachbarschaft. Nein, Paulus, es wird nicht wieder. Nicht wieder so, wie es einmal war. Vielleicht aber wird es neu. Aber es wird anders. Aber vielleicht wird es gut. Aber dazu braucht es Menschen, die mich in dieser Hoffnung, in diesem Glauben begleiten. Dazu braucht es Trost. Dazu braucht es Hände. Und dazu braucht es Herzen.
Und dazu braucht es Menschen, die das mit sich tragen und weitergeben. Die Leiden dieser Zeit wiegen wirklich schwer. Und mir liegt daran, dass diese Lebenswaage irgendwann wieder ins Lot kommt. Und ich bin mir ganz sicher, das braucht Zeit. Nach einem schweren Schicksalsschlag wächst Vertrauen in das Leben nur ganz langsam. Da braucht es vielleicht eher Worte wie diese: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte von Jesus am Kreuz sind mir in manchen Situationen einfach näher. Da spüre ich etwas von dem menschgewordenen Gott, der mitleidet und nicht vertröstet. Und der will, dass am Ende alles Leben in sein Gleichgewicht kommt. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott aller Menschen, du hast Gedanken des Friedens und des Trosts. So sagt es die Bibel. Aber jetzt ist Krieg in der Ukraine und Not, Leiden und Kummer um mich herum. Ich habe Angst. Wo gibt es Halt? Ich komme zu dir und bitte dich, Gott, pflanze deine Gedanken des Friedens ein in die Köpfe der Mächtigen, in die Herzen derer, die weiter um Frieden verhandeln. Steh denen bei, die in Angst leben oder die in Sorge um ihre Nächsten sind. Tröste die, die ihre Toten beklagen. Gib Hoffnung und Zukunft und klaren Verstand, damit die Waffen wieder schweigen, damit Friede sich ausbreitet, damit Hoffnung uns alle erfüllt, dort in der Ukraine und hier bei uns und überall. Öffne unsere Herzen und Hände für Hilfe, die Not lindert und Leben bewahrt. Amen. Musik.